Heute machen wir Blumenkohl-Pizzaboden. Dafür brauchen wir 1 Teelöffel Pizzagewürz, 100 Gramm Mandeln, 100 Gramm Reibekäse, 500 Gramm Blumenkohl und 1 Teelöffel Kümmel. Und wie es geht, zeige ich in diesem Video. Wir müssen erstmal 15 Minuten den Blumenkohl kochen lassen, am besten mit 1 Teelöffel Kümmel. Danach geben wir den Blumenkohl am besten in einen Sieb abtropfen lassen und pressen den restlichen Saft aus einem Tuch, am besten über eine Schüssel. Nachdem wir es gepresst haben, sieht es etwas wie Knete aus. Wir geben den Blumenkohl in einer Schüssel und dazu geben wir selbstverständlich die 100 Gramm Käse, den einen Teelöffel Pizzagewürz, selbstverständlich die 100 Gramm geriebenen Mandeln und mischen es mit der Hand. Den Blumenkohlteig breiten wir dann auf einen Backblech zu, am besten in einer Pizzaform, und backen ihn dann bei 180 Gramm Umluft für 12 Minuten. So sieht er dann ungefähr aus, der Blumenkohlboden. Er ist leicht kross. Und jetzt kommt noch der Belag drauf. Dafür brauchen wir ein bisschen Tomatensoße, natürlich selbst gemacht. Eine volle Dose Thunfisch, in diesem Fall auch in eigenen Saft. Noch ein bisschen Tomatensoße obendrauf, ein bisschen Käse und das war's. Somit ist unsere Pizza fertig und wenn es euch gefallen hat, dann Daumen hoch oder einen netten Kommentar. Wir sehen uns beim nächsten Gericht. Euer Dragosani.